Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal hier auf der Landesum zusammen mit Justin und Luca. Guten Tag. Moin. Genau, wir haben ja letzte Folge noch fertig gewalzt und das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, wir haben jetzt auch schon den 2. Oktobertag und werden jetzt hier einmal Tiere kaufen. Heißt, wir brauchen auch einen Futtermischwagen und wir haben uns dazu entschieden. Das hatten wir, glaube ich, letzte Folge oder so oder im Stream schon mal besprochen, dass wir den kleinen Fan wegtun wollen, weil wir mit dem höchstwahrscheinlich nicht mal auf diesen Futtermischwagen hochkommen. Mit dem kommen wir ja auch nicht über die Sämaschine, deswegen. Genau. So ist jetzt mal der Plan. Wir wollen Tiere kaufen, aber haben keinen Tieranhänger. Heißt, wir müssen hier was Wunderschönes mieten. Ich habe mir da schon was Hübsches rausgesucht. Schauen wir mal. Aber zuerst müssen wir mal noch einen Kredit aufnehmen, damit das hier alles irgendwie hinhaut. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viel wollen wir denn aufnehmen, Luca, weil wie viel Kühe Boah, wollen wir wir denn brauchen kaufen schon. quasi? Boah, das ist. Für den Anfang, ich würde schon so sagen, so 100, 120. Also, das wäre schon. Wir haben ja Und schon wie wollen wir 4.000 und das so. aufteilen? Wollen wir da nur normale, direkt ausgewachsene Kühe oder auch ein paar Fersen oder dass wir sagen, wir nehmen ein paar Ja. Fersen und ein paar Kühe und Ja, das das können war's. wir eigentlich machen. Ja. Nur damit wir mal so kalkulieren können. Ich sage euch nur so, ihr braucht einen Bullen. Einen Bullen mindestens, Einen ja. Bullen. Ja, zum Fortpflanzen. Ja, okay, gut. Das. Dann würde ich, keine Ahnung, so 50 Kühe und 100 Fersen oder so machen. Ja. Warte Und mal. so zwei Bullen oder ein. Ja, genau. Ich pack mal kurz Einer, meinen sonst gibt es Taschenrechner aus. Streiterei. Eigentlich brauchst du mehr wie einen, aber. Okay, Sag das nicht. 2.750. Da bin ich lost. Plus, was haben wir noch? 1.100. Davon nehmen wir 100 Stück. Und noch, ich sag mal, ein Bullen heißt Oh 0,75. Leute. Heißt, wir brauchen mindestens 210k Kredit. So. Machen wir mal, ich würde mal 300k vorschlagen. 300.000? Alter, Ja. ja, gut, das stimmt schon, das ist halt schon alles ein bisschen teuer. Machen wir ein oder 2 Jahre? Wir müssen eigentlich 2 Jahre machen. Oder drei. Was haben wir denn als Maximum in den Regeln? Kredite, maximal 1,5 Millionen und maximal 2 Jahre. Ja, dann machen wir 2 Jahre. So. Das heißt jetzt aber auch, wir müssen insgesamt pro Monat 13.000 zurückzahlen. Kriegen wir das hin, Luca? Schwierig. Egal. Wird schon. Kann nur schief gehen. Sonst seid ihr mal im Minus, ne? Ja. So. Wir haben ein bisschen Geld, Luca. Yay, Ausgeben. das heißt Okay, Money, warte mal. Money, Money, Money. Oh. Hast Nee, du Spaß. eigentlich Farm Manager? Nö. Weiß ich Ja, gar doch, nicht. hast du. Dann kaufst du den Dauert eh noch ein Telelader. bisschen, bis ich am Du Händler holst bin. den Telelader, den wir uns überlegt haben, und den Futtermischwagen. Und ich hole Ja. mich hier gespannt, um Tiere zu scheppern. Wo war ich denn jetzt hier? Ich habe da Den schon was großen ums. Futtermischwagen hatten wir jetzt, ne? Genau. Dann würde ich hier nämlich so Oha. machen. Keine Ahnung. Okay, Hier so ein gut. Rot. Und den großen Manitou, ne? Den wollen wir Ja. uns auch holen. So war das. Hier für Genau, klingt gut. 6.000 mieten wir. Damit geht es dann aber auch flott. Und hier noch. Da habe ich nämlich hier auch was Schönes gefunden. Haben wir hier genauso. Bup. Fertig. Und dann können wir das auch mieten. Zwar 8.000 jetzt, aber da geht auch richtig was. Jetzt bin ich natürlich der Pfeifett, der noch nicht mal sein Lenkrad aufgebaut hat. Du könntest dann gleich mal schon zusammenkoppeln, während ich Lenkrad aufbaue. Muss nur ankoppeln. Digga, Ben macht aber auch wieder dick Missionen, wenn ich das hier so sehe. Ben hat auch über 200k, glaube ich, wieder von den Missionen gemacht. Warte, warte. Was hat er? Ich hänge das nicht Über zusammen. 200k nur von den Missionen gemacht wieder. Was? Okay. Vor allem Luca, Alter, wir sind die besten Landwirte hier in ganz Münsterland und in Landersum. Wir geben dem Händler einfach einen dreckigen, richtig dreckigen Trecker. Aber reparier vorher nochmal und
Neu lackieren. Das gibt nämlich auch nochmal Ja, extra. okay. Okay, so, Weißt jetzt du, ist die Frage. wie die Scheiße mal kostet, wenn ich meinen Trecker neu lackiere? Aha. 50k. Gibt's hier überhaupt einen Tierhandel? Ich frage für einen Freund. Ja, bei uns Ja. direkt, ey, das ist direkt bei uns unten. Du fährst so Ich bin 10 da am Meter Abladen gefühlt. gerade. Ah, da ist hier. Ah, okay. Schmackhaft hat sich. Dann einmal hier Gut. Innenansicht und Vollgas, würde ich sagen. Bei der Rundumleuchten. Also. Jungs, habt ihr das mitbekommen? Nee. Ellerbach-Trailer wurde released. Ja. Oh, Ja, ja. okay, bei Justin, was erwarte ich anders? Ja, Junge, Ja, ich du hab's hast mir doch reingeschickt. sogar geschickt. Oh, geil. Was sagt ihr? Mega. Digga, ich Freue hab. mich schon. Richtig geil. Da hätte ich. Ich Ey, hab Lust. jetzt sind wir im LS22, waren wir Stand Ellerbach, Ende des ersten Jahres. Was? Stand Ellerbach 2000, im LS22, Ende des zweiten Jahres. Also Ja. Anfang des dritten, Entschuldigung. Ich kann mir auch vorstellen, dass LS sagt wieder, wir brauchen wieder was länger. Ja, aber actually fände ich es diesmal gar nicht so schlimm, glaube ich. Nee, ganz ehrlich, wenn das ein Jahr länger jetzt dauert noch, finde ich gar nicht mal so schlimm. Ich auch nicht. Weil Nee, dann ich auch haben nicht. die Modder jetzt noch mehr Zeit, noch geilere Karten und Sachen zu Ja, bauen. sonst müsstest du wieder von vorne anfangen, Digga. Dann dauert es wieder halbe Jahr, bis gescheite Mods kommen. Wie Ja, lange haben wir diesen LS gebraucht für eine vernünftige Map? Bis die Ostseeküste rauskam? ja. Ach, hör mir bloß auf. Wann war das? 23. Dezember? 24. Dezember? Ist doch jetzt erst ein Jahr alt geworden. Oder was heißt erst, aber. Hä? Mann, Was das wurde war noch erst ein Jahr irgendwie. alt? Also, hier die Ostseeküste. Haben die nicht Ja. irgendwie letztes Jahr irgendwie jetzt so um den Dreh raus? Ja. Ein Jahr. Das kann gut sein, Digga. Dieses Jahr letztes Jahr wollte, wir sind ja jetzt schon im neuen Jahr, letztes Jahr wollte ja schon die Dings rauskommen. Die Holzer kam mal, wird aber jetzt auch verschoben, Na. wurde jetzt verschoben, weißt du, bis wohin? Ostern? Durch was eigentlich? Weil die noch nicht fertig sind mit Terra Life. Ach so, wegen Und Terra Live. zwar die Karte ist fertig, aber nur durch Terra Life kommt die nicht. Aber weil das nicht eingebaut ist und deswegen sagen, ja, dann releasen wir halt noch nicht. Nee, Alles klar, Digga. deswegen. Aber die Map ist so fertig. Digga, das ist ja auch dumm. Ich würd ja sagen, sie können sie ja jetzt schon bringen und dann die Terra Life Version später, weil viele Leute möchten ja Tja. Terra Life spielen und dadurch laden sie die auch nochmal runter. Ja, oder einfach mit einem Patch vielleicht. Das geht doch safe auch. Aber Oh ja, Mann. eigentlich komisch, aber ist halt so, ich sag mal, dieses Jahr ist eh ziemlich wild, was so Modder angeht. Irgendwie habe ich das Gefühl. Soll ich mal was ganz ehrlich sagen? Die Holzer hat ja trotzdem die gleichen Downloadzahlen wie davor. Natürlich. Weil die Community, die zockt, sag ich hier so wie es ist, das ist die Community, die auch mit Terralife dann zocken würde. Ja, aber gut, es gibt schon auch viele, die ohne spielen, aber. Ja. Aber Terralife ist Okay. ja mit mehreren Zwischenfrüchten und dem ganzen Quatsch. Ganz ehrlich. Das ist auch Mischgetreide und alles drin. Ja. Aber Schauen wir trotzdem mal. würden das dann viele Leute runterladen. Lass mal schauen, wie lange das dauert. Bergisch Land soll es ja auch bekommen. Ach, Genauso Digga, wie ich bin in die Alflerland falsche hier Richtung kommen sollen. gefahren. Jungs, das sieht Ich jetzt glaube, aber das ist nicht alles gut nur so aus. eine Frage der Zeit, wann was kommt. Ich denke mal, das ist alles noch so ein Wie bisschen gesagt, von mir aus sauber. hätten sie lieber jetzt noch ein Jahr Zeit bekommen. Genau. Ja, es kann halt sein, dass auf der diesjährigen FarmCon, die jetzt auch schon angekündigt wurde, vielleicht halt auch schon der nächste LS-Teil angeteasert wird. Das weiß halt keiner. Habe ich auch irgendwie noch keine Lust drauf. Ich sag euch so, wie es ist. Ich finde den Alice gerade so gut, wie er ist. Und Kauf ich was erstmal die. wollen sie denn noch reinpatchen? Großartig. Erstmal einen Bullen. Marken Ach gibt es noch komm. ein paar. Vielleicht Funktionen, aber mehr nicht. Oder? Was sollen die denn noch Alles in, reinpatchen? ich gebe dir da recht, Justin, ehrlich. Die ganzen großen Marken haben wir doch mittlerweile. Fendt, John Die Deere, Grafik. Case haben wir doch alles mittlerweile. Die Grafik. Die Grafik ist auch in Ordnung. Ja, ist doch, ja, würde ich auch sagen, für den aktuellen Stand ist doch alles gut. Ja, Digga, also Ja, dieser ehrlich. Combo, dieser Manitou mit PCs dem nicht flotten überlastet. Geschwagen. Das sind so Das ist nicht. Mittelstands-PCs, die noch gut, also die den LS noch gut auflesen können, ist so alles super. Ja. Würde ich jetzt auch so sagen. Nämlich, wenn der nächste LS größere Dings-Anforderungen braucht, kann ich mir eine neue CPU und den ganzen Quatsch suchen. Ja. Das ist, glaube ich, aber nicht nur bei dir so. Gerade wenn du auf High Settings spielen willst.
Ja, Junge, das ist ja bei mir so. Ja, bei mir auch, also. Ich bin dann aber auch im Überlegen, wenn, muss ich mir jetzt den PC jetzt mal bauen lassen, also bauen. Weil sonst macht das bei mir keinen Sinn. Weil ich würde ja jetzt am liebsten schon die neue CPU und alles haben. Ja gut, im Notfall Grafikkarte geht's behalte auch. ich ja. Ja, eigentlich musst du zuerst Grafikkarte, weil Grafikkarte ist ja das, was zum Schluss sein Bild ausgibt, aber. Grafikkarte, habe ich gesagt, meine ist ja noch gut, die 3060 Ti. Ja, bloß Die kann ich CPU mir ja extra noch LS holen. ist nicht so Ding, so CPU-lastig, das ist schon eher Sag grafiklastig. das nicht so, ich spiele ja mit Shader. Ich habe ja meine Grafikeinstellungen nicht, ich habe die ja niedriger, weil ich den Rest durch den Shader hochhole. Ja, aber das wird ja auch alles auf GPU. Ich mache, aber meine CPU ist ja jetzt zu 100% ausgelastet. Was? Ja. Du hast ein Meine Grafikkarte nur, CPU-Bottleneck. ja, ich meine Grafikkarte ist jetzt zum Beispiel bei 70%. Das kann doch gar nicht sein. Ja gut, dann ist halt Arsch. Deswegen ja, deswegen wollte ich ja Ryzen. Auch. Es sieht so dumm aus, dieser Money tun diese Futtermischwagen, ey. Kriegt die Krise. Geht es Aber es wirklich? funktioniert. Es funktioniert. Schläuche sind dran, 40 km/h geht, alles gut. Aber ich krieg ihn sogar an. Er läuft. Läuft. Oh Gott. Hast du dir einen LKW gemietet? Ja. Wir wollen ja heute hier noch ein bisschen vorankommen und so. Ja. Nicht Anhänger? Natürlich. Also wenn schon, denn schon. Wie viel passen rein? 25. Wie viel passen in so einen großen LKW-Trailer? Ja, keine Ich gucke. Ahnung. Der fragt Ich gucke Sachen. mal. Okay. 12 12. Stück, ja. 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 Aber ich freue mich jetzt, wie gesagt, erst die Stadtenbach wurde jetzt eingereicht zum Stand des 7.1. Die wird am 8.1. eingereicht. Wie lange 24. dauert das dann, bis sie dann so ungefähr, Es kommt also. drauf an, wie schnell das Testteam ist von Giants. Also, ich sag dir ehrlich, wenn die das nicht vorziehen, dauert das einen Monat. Ja, Äh, die, die okay. Ellerbach wurde ja früher eingereicht, schon. Der Ja, Teaser dann kam aber halt jetzt. mindestens 2 Wochen, mindestens. Ellerbach kann aber Ja, auch schon sein okay, in das der hätte ich Woche, gedacht, weil ja. Moser gerade dann irgendwas. Die sind doch super mit Giants verpartnert, dass Ja, die das kann vorziehen. auch sein. Ja gut, aber dann wäre es jetzt schon vielleicht drin, weil die haben letztens erst aktualisiert, ich glaube gestern oder vorgestern. Hab ich Ihnen nicht den Link geschickt? Ja, ich habe da reingeguckt. Also bis jetzt steht es noch nicht drin. Und die haben, glaube ich, gestern aktualisiert, die Die haben Liste. am 5.1. aktualisiert. Ja, also vorgestern. Sorry. Die tun jeden Freitag, glaube ich, aktualisieren, ne? Digga, da steht Daily Updates. Ach, Daily Updates, ja so. Aber heute wurde nichts aktualisiert und gestern auch Nee, ist nicht. ja so Wochenende. Eigentlich müsste. Ja, okay, stimmt. Ganz Die arbeiten ja ehrlich. nur Montag bis Freitag. Aber ich verstehe auch nicht. Giants hat frei bis, also in der Schweiz, bis zum 8. Ja. Ich Da frage kommt mich, er. warum haben die Feiertage noch? Keine Ahnung. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann es dir Nämlich, die leider nicht mussten ja beantworten. alle schon am 2. meistens. Ja. Ja, oder die haben halt einfach in der Firma gesagt, okay, wir machen. Bis zum 8. zu, ja, könnte Gibt es ja auch viel in auch Deutschland sein. so. Ja. Aber bei uns, wenn man mal guckt, die ganzen Unternehmen sind wieder am Haben wir hier Arbeiten. einmal 12? Und dann nehmen wir hier, war der 12, 25, 37. 37 und 14. Haben wir hier nur noch 13? Aber was jetzt auch will, während Weihnachten, ich glaube zwischen den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester rauskam, Hm. waren Krone Beinwickler, der ist auch sehr, sehr, sehr schön. Ja. Oh ja, der eine, ja. Ja. 50 von Den du in der Heckkontrolle 50. hängst, das ist wieder das Ja, Überholmodell. genau. Könntest du Den aber auch finde ich. theoretisch in die Fronthydraulik.
oder? Ja, kannst du auch. Aber Ich die weiß meisten gar nicht, hängen das geht in die das? Hecke drollig, weißt du warum? Ja. Nämlich da hast du dann, wenn du das in die Fronthydraulik hängen würdest und das ist ein bisschen schwerer und alles und Ja, dein gut. Schiffer ist nicht so schwer, geht der hinten hoch. Man muss halt wahrscheinlich ein Gewicht reinhängen. Ja, Junge, aber die meisten haben in der Heckhydraulik, weil dann das Motorgewicht vorne noch benutzt Genau. wird. Ergibt ja somit auch mehr Ich Sinn. Es ist überlege. sonst mehr Arbeit, mehr Gewicht, heißt mehr Spritverbrauch, blub, Ja. blub, blub. Ja. You know. Aber ist das nicht sogar so, dass man diesen Güval auch irgendwie mit dem Frontlader, Teleskoprad ey, irgendwie ja, misst? Frontlader Oder geht's auch. Frontlader? Ja. Ist auch. Ja. Das finde ich Krass. eigentlich auch nicht schlecht. Ja, aber dann brauchst du auch einen starken Schlepper. Ja, klar. Oder Telelade oder was auch immer. Ja. Gehst du auch mit Radlader? Weiß ich nicht, glaube Weil nicht. die haben ja Ich relativ viel guck mal nach. Heckgewicht. Ja, ich kann doch gerade mal gucken. Ich habe doch auch Zeit. Ich gucke einfach. Du musst Stroh auffüllen. Diese Kühe Teleskoplader oder frieren. Front. Oh, scheiße, diese Kühe. Frontlader und Teleskoplader oder Teleskoprader. Front oder Dreipunkt. Frontlader oder Dreipunkt. Also Öh. kein Radlader. Soll ich die eigentlich alle in Einstall machen oder die ein bisschen aufteilen? Also, ich würde es ja zum Füttern, ist es ja einfach, erstmal alle in Einstall zu packen, weil er Ja. muss ja auch in Einstall füttern. Genau. Soll ich euch mal einen Tipp geben? Hau raus. Mhm. Produzieren ja auch. Wie viel passen bei euch in den Stall? Keine Ahnung. 400 oder 200 jeweils, also insgesamt 400, glaube Ja, ich. also würde ich die auch teilen. Ich gucke jetzt erstmal, haben wir überhaupt eine Stroh? Stroh, eine Gabel? Ja, haben wir. Okay, muss ich jetzt aber. Aber die ist ja für Frontlader. Och nee, da muss Musst ich du erstmal umkonfigurieren da umkonfigurieren. hinten. Okay. So, bitte einmal Alter, hier sind schon die aus. Zuckerrübenschnitze, die sind so schwer, ey. Muss ich das Stroh denn erst im Futtermischwagen reintun oder kann ich die einfach Höchstwahrscheinlich direkt da schon. ablegen? Fallen sind, ja, würde ich machen. Warte mal, Dann da mache ich hier auf 75 voll oder kannst du so. besser abschätzen. Okay. Also tu aber 3, 4, 5 mal so rein, also ne, durchlaufen lassen. Das hast du mal ein bisschen was auf Vorrat. Ja, Aber ja. tu das in der Halle abkippen. Ja, wir haben ja genug Platz. Grüninsel. Wer war er denn, Digga? Auf einmal, er wollte nicht mehr lenken. Ben ist am Schwadern. Na, wieder ein bisschen Mission schallern, ne? Er hat sich ja die Grasmission jetzt entdeckt. Ja, weil die ja jetzt irgendwie gehen. Keine Ahnung Weißt du warum. warum? Ja. Der hat die vorher nicht aufbereitet. Ach so. Die Silage. Und dann, wenn du frisches Gras halt nimmst, ich glaube, ist der ein bisschen Bis wo musst weniger, du es anstatt wenn du es aufbereitest. auf was musst du es aufbereiten, damit es dann Angewelkt. mit Mais plus. Also, Ah. nee, aufbereitet heißt das. Okay. Wenn da einmal, also auf aufbereitet stellen. Ja, aber die Wender können ja jetzt sogar, du stellst ein, was du willst, und dann kommt das Ja. raus. Weiß ich nicht, ob Aufbereitet. das so geil ist. Kann man das vielleicht irgendwie da rauspatchen? Weil Nein. ich hätte Bock, wenn man so oft, wenn ich mal so auf der Ellerbach spiele, dass du das dann quasi verpflichten musst. Nein. Du Scheiße. kannst auch. Du mähst das Frischgras ohne Aufbereiter. Dann fährst du einmal mit dem Wender drüber, ist aufbereitet. Ja, jetzt geht's wie dumm. Halbe Stunde Was ist denn hier? herumgeschippert. Junge, ich muss hier abladen. Ja, hier ist gerade belegt. Digga, kippst du nicht auf Seite ab? Geht nicht, der Trigger ist da drin in der Halle. Das wird mehr stinken. Aber ich kann ja Drehschirme fahren, also. Dass ich jedes Mal da abkoppeln muss. So. Also für mich 2 Minuten. 2 Minuten zu viel. Aber ich kriege richtig Kohle dadurch, ne? Jo. Wir haben gerade auch noch richtig Kohle. Ja, noch. 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 Ich habe bestimmt durch die Zuckerrübenschnitzel nur so 30k, 40k mit gemacht in der letzten Zeit. Und ich habe nicht viel abgekippt.
Ach ja. Wie weit bist du denn schon mit dem Futtermischen? Ich bin jetzt gerade dabei, ein bisschen Stroh reinzupacken. Sehr gut. Welche Mischung hast du denn angestellt? Mischung. Ja, kannst du einstellen. Muss erstmal Ah, spielen. da. Derzeitige Mischung Standard. Was haben wir da denn noch? Nix. Okay. Ja, da kommt jetzt eh erstmal nur Stroh rein. Also von daher. Oh. Nämlich, wenn du den leer hast, kannst du einstellen, welche Mischung du haben Na, möchtest. 14 und Ah, 12 okay. sind Ja, was kannst du leer? aber die Standardmischung ist die einfachste. 26, 7, Okay. 27. So. Okay. Mal hier leer machen, bitte. So, ich habe hier jetzt mal 75 rein. Dann mache ich noch mal die restlichen 75 in den anderen. Okay. Also manchmal habe ich das Gefühl, da lenkt er immerhin noch nicht. Ja. Bam. Egal. Habt ihr denn auch Das den voll neuen werden. 728 gesehen, der angekündigt wurde? Nee. Ich habe da irgendwas mitbekommen, wohl auf So ein Social Media, Schimmelmodell. das Wer hat den zeigt was. vorgestellt? Ja, Du, irgendwie. Agrarplay hat ihn vorgestellt. Ja, doch dann. Also, ich habe es Thumbnail gesehen, aber ich habe mir das Video dazu nicht angeschaut. Ja. Der Ja. viel Interactive. Aber ist ja mittlerweile auch heute Standard. Also, wenn du Ah, heutzutage noch so mit Maus hast, dann ist es bei mir ey, eigentlich schon Simple vorbei. IC ist noch gut, aber Interactive Ja. ist halt. Ja, gut, Simple IC reicht mir an sich schon, aber Maussteuerung finde ich einfach grauenvoll, weil du hast so viele Sachen, die an sich noch auf Maus gelegt sind. Und wenn es eine Kransteuerung ist, ja. Meine Frage, hast du noch den 1046 von der Dings? Was 1046 von? Von der von Geisel, nee, nicht Geiselsberg. Galgenberg. Geigenberg, ja. Aus RP. Ja. Bestimmt, ich habe den ganzen Ordner noch, also. Kannst du mir den mal dann schicken? Kann ich machen. Ich sehe schon bald in Mod-Wünschen für Landesum, chillt der einfach drin. Ja, deswegen, ja. Und dann kauft Justin sich die Tuning-Variante davon mit 200 und PS. Und der 60 Schwert. Heilige Scheiße. Lars wollten IAC. Gibt jetzt auch seit gestern habe ich den gesehen irgendwo, also auf TikTok und auf King Mods oder so, auf LS Mods Webseiten. Da gibt es ja so einen neuen 700, 800er TMS. Also diese alte Variante, die haben wir glaube ich auch mit drin. Aber auch total geil gemoddet. Wirklich, sieht auch sehr gut aus. Wir haben die aus dem Hat Mod-Up. auch Interactive Control und Beifahrerskript und. Ja, das haben die Dinger auch aus dem Mod-Up. Ja. Und der kann auch noch richtig viele Sachen dran machen. Also Auspuff und vorne kannst du noch und Warntafeln und das ganze Mögliche. Also wirklich, der hat auch richtig viele Luca ist hier so Konfigurationsmöglichkeiten. ein Mercedes-Benz NG oder sowas. Ja, Digga, der ist mir heute entgegengehopft auf FBM. Digga, das ist eigentlich auch ein geiles Style. Ja, kauf mal. Nee, 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 nee. Nein, Tiere. Also, der wird hier nicht drauf gemacht. Weißt du, was man drauf machen könnte? Ja. Dings hier, wie heißt es? Demoschilder. Demo-Schilder. Alter, das sind aber auch die ärmsten, die Bauern sind die ärmsten, die es gibt. Ich bin gespannt, wie das morgen wird. Nee, bei uns ist ja Ich auch. morgen Demo, deswegen habe ich auch Homeschooling. Ja, bei uns wahrscheinlich auch. Also auch bei mir direkt, wo meine Schule ist, wahrscheinlich auch direkt. Mit in dem. Also, ich bin mal gespannt, ob ich mit dem Bus bis zur Schule hochfahren kann oder ob ich laufen muss. Ja, aber Bahnen sollen ja anscheinend fahren, von daher. Bei uns ist Bahnstreik auch. Echt? Busse fahren nicht. Ist es ein Privatunternehmen, oder? Ja. Ja, gut. Oh, leck. Aber bei uns fährt ja Deutsche Bahn direkt. Nee, bei uns nicht.
Deutsche Bahn. Dein Freund und Helfer. Nee, das ist die Polizei. Deutsche Bahn kann ich verklagen eigentlich. Ja, das sind. Oh, Digga, wer hat hier den Kalk hingestellt? Digga, Ben kann aus einem Video wieder gefühlt Short Compilation machen. Ist dir das nicht immer so bei dir? Nee, eigentlich nicht, aber. Also zumindest nicht mehr auf der Landesum. Auf der Dünnrot war das so, aber hier eigentlich nicht mehr. So. Wer kommt? Wer ist orange? Nein, der ist zu schnell. Ben. Der Orange. Ben. Oder? Komm, zieh! LKW, zieh! 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 Ja! Ich bin dann aber gerade 5 Minuten weg. Digga, ich habe so seinem Okay. Schwader einen mitgegeben. Oh. Oh. Und wir sind mitten in der Folge. Okay. Ja. Hoppala. Digga, ich hab's nur deinen Schwader da hinten einfach weggedodged. Bam. Ja, wirklich. Tja. Er hat auch gehofft, dass ich Was bremse, aber? wahrscheinlich. Digga, er lädt immer zuerst da ein. Das gibt's nicht. So, einmal 14. Der Anhänger, der steht ja da hinten. Ich fahre hier über einen halben Hof und suche den Anhänger, aber der steht ja da hinten in der Halle. Bitte lass mich doch einfach nur. Ja, dieses Spiel. Es macht mich kirre. Ja, jetzt geht's auf einmal. Vor allen Dingen, ich finde, ganz kurz nochmal zu der Ellerbach, ich finde im Trailer diesen Kuhstall da auf dem einen Hof. Alter, der sah so schön aus. Digga, ich fand Generell der Hof dieses war der eine. Sinus, vielleicht kann Ben das hier kurz einblenden, so mit Credits unten dran. Ich muss sagen, dieser eine Hof, da waren so drei Silos nebeneinander, wo du so von oben Oh reinfahren kannst und ja! so. Doch, Digga, genau. direkt verliebt. Ist so. Vor allen Dingen, der Kuhstall da im Hintergrund, ich fand, und die Bodentextur. Hast mal den, das war so gepflasterter Boden, glaube ich, irgendwie so Ja. grau Ja, oder so. Ich fand ultra das so geil. schön. Ich fand das so schön. Es ist wirklich, Warte, wirklich schön. 27 und 26 sind wir bei 40, 50, 53 kann es sein. Was? Sorry. 27 und 26 ist 53, oder? 27 und 26 sind 53. Muss im Kopf rechnen. Doch, ich bin Ja. jetzt eh aufgerechnet. Oh Gott, ist aber ein. Das müsste passen. Ein großes LKW. Aber warte, ich fahre hier ran, dann kannst du da raus, sonst Ja, komme ich ja. da auch nicht durch. Dankeschön. Ich bin mal Oh, gespannt. dann. Was bist du? Hallo? Schilfi. Dann. Er sagt was und geht. Vom Wasser jetzt auf. Was hat er gesagt, was er macht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es Ich nicht kann verstanden. ehrlich nicht mehr fahren. Oh Gott. Passe ich hier durch? Ja, das sollte ich durchpassen. Du hast ja den Anhänger rausgenommen. Ja. Soll die Map denn auch für Konsolen rauskommen? Ellerbach. Ja. Keine Ahnung. Justin? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hab davon Also keine Ahnung. Weißt du bekannt ist nicht? es nicht. Wäre ja cool, wenn, dann könnten wir ja wieder ein Community-Excel machen. Nein.
Doch, Bro, Community-Hexen auf Tellerbach. ich habe gestern was in den Chat geschrieben, weil jemand die ganze Zeit gefragt hat wegen Community-Sachen. Und Ja. ich habe mir jetzt beschlossen, jeder, der nochmal irgendwas bei uns im Discord-Chat schreibt, dadurch, kriegt von mir ein Timeout für eine Woche. Bin ich ja mal Habt ihr es gespannt. gehört, Leute? Also, seid artig, sonst wird Justin böse. Jetzt muss der kleine Justin weinen, weil Justin direkt auf solche Sachen anspringt. Also schreibt ruhig und dann, keine Ahnung, meldet euch im Ticket Support. Ich enttimert euch wieder. Allein weil es Justin triggert, dass ihr sowas schreit, das ist geil. Dass er sich da so einlässt. Nö, Justin. Mund halten. Ah, Jungs. Was ist los? Ich frag mich halt mal an die Community jetzt. Was möchtet ihr denn jetzt noch mal sehen, also noch sehen? Außer jetzt, sag ich mal, LS-Projekte. Also du meinst andere Games oder was? Ja. Boah, das wäre actually interessant, weil ich hätte auch Bock, mal noch so, keine Ahnung, eine Runde SnowRunner. So von Grund auf. Keiner hat was. Meinetwegen auch im Multiplayer. Keine Ahnung. Oder was könnte man noch so zocken? ETS, also ich würde schon in diesem Simulationsbereich bleiben an sich. ETS oder vielleicht mal was ganz anderes in die Richtung. Minecraft. Nein. Aber muss nicht unbedingt. Fortnite! Oh. Nein, Fortnite nicht. Nein, 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 das war Nein. für Da Fortnite. raste ich immer aus. Hör auf. Okay. Ja gut, Justin muss ja nicht dabei sein. Nee, aber. Ja, danke. Was haben wir denn? Nee, Was aber gibt's jetzt denn noch mal so? wirklich in die Simulation-Richtung oder. Wenn ihr so ein Oder richtig ob. geiles Game habt, dann könnt ihr es auch mal reinschicken, so einen Link irgendwo. Können wir uns das angucken. Wir sind dann natürlich auch immer offen, vielleicht mal ein neues Game zu kaufen, wenn es jetzt nicht 100 € kostet. Die Standardversion. So Microsoft Flight Sim. Halt den Mund! Ja, wollte ich gerade sagen, nämlich. Und dann brauchst du noch so einen Joystick oder so für 70 Euro dazu, damit es auch noch cool Ne, aussieht. Justin. Halt den Ja. Mund! War da was, was du uns noch mitteilen willst? In Beziehung Nein, auf nein. Microsoft Flight Simulator? Ja, hab ich. Was hast du bezahlt? Damals sogar vorbestellt. Was hast du Nuni. bezahlt? Nuni, was kostet die Version, die du hast jetzt? 60? Ja, okay, ist bei LS nicht anders. Jetzt kriegst du so gefühlt ganze LS mit beiden Seasons Pass. Für 40 € und damals hast du einfach 40 € nur fürs Grundspiel gezahlt, Digga. Und dann für jeden Pass nochmal 40 €. Ja. Ey, Junge, ich habe in LS Dann über. hat Justin noch Pumps and Hoses. Ja, ganz ehrlich, das ist das geilste DLC. Hast du auch noch diesen Ding, wie heißt der, dieser kleine IHC, der da. Ja. Digga, als ob. Ist der im Das Seasons Pass Farmer oder? Package. Nein. Als ob man sich das extra kaufen muss. Ich habe auch gesehen, das haben sich Leute gecrackt. Echt? Wie kann man sich Ja. das cracken? Ist natürlich Es nicht gibt also. empfohlen. Immer Es Risiko. gibt jetzt die sogar gecrackten als runter kannst du runterladen als Umbau. Ja, moin. Einfach als Mod runterladen, in besser. Aber es ist doch gefühlt bei jedem dieser. Es war doch auch schon bei diesem Porsche da ganz am Anfang so. Der Ja, hat doch auch das einen. waren Codes, die rumgereicht wurden. Ja, aber das Ja, war ja das sogar auch. so gedacht. Oder? Nein. Nicht? Ich dachte, das wäre so gedacht gewesen. Damals war, du hast einen Code bekommen vom Porsche, wo du so ein Porsche-Modell gekauft hast. Ja, aber das war ja immer Ja, genau. derselbe, also. Oder? Ja, überall war immer derselbe Digga, was Code. geht denn jetzt ab? Genauso wie bei diesen Aldi Gaming-Klamotten. Ja. Aber da war es ja auch gedacht so. Also nicht gedacht, dass es jetzt weitergegeben wird, aber gedacht halt, Ja, dass. gab es nicht noch so einen alten Cetor und so einen Fendt 900 irgendwie Auch, in dieser ja. Beauty-Variante? Ja. Der wurde doch auch zahlreich rumgegeben. Den hat doch gefühlt jeder Da mittlerweile. genauso wie so einen schwarzen LKW, der wurde auch rumgegeben. Wir können noch mal gucken. Ja, genau, dieser Schwein. Ja, genau, Also es dieser geht, Schwein. glaube ich, um diesen Cetor, um diesen Porsche. Was war es noch? Um 900er Fendt Vario, um 900, ich glaube den LKW, letztes 900, ah Stück. doch hier, 900er Black Beauty, bloß den LKW habe ich nicht. Ja. Und um all die Gaming-Klamotten. Ja, Ja. ganz cool.
Also hier Eh keiner diese. tragt. Trägt. Entschuldigung. Oder habe ich die? Nee, aber dafür habe ich den allerechten Sheba-Jungs-Team-Merch im LS22. So. Und da wollten wir auch mal. Eigentlich noch eine Version releasen. Schreibt mal in die Kommis, ob wir den wirklich releasen Warum sollen. Dann mache ich haben wir einen. eigentlich noch keine echte Release? So in der Schule wäre doch ganz Ich cool. sag, weil es sich für uns nicht lohnt. Das stimmt. Zu viel Aufwand führt Braucht man zu nicht. Was wenig man machen könnte, ist Print on dann alle Demand. Teammitglieder einschicken. Wo, was ging jetzt ab? Hat sich Nachtmodus eingeschaltet? Das könnte man höchstens machen, an die Teammitglieder einmachen. Ja, oder halt so Print on Demand. Also wenn jemand bestellt, wird erst das geprintet. Ja. Sechs Paletten sollten reichen, glaube ich. Das könnte man noch überlegen, aber. Ja, naja. Das ist halt eine sehr, sehr kostspielige Sache, wenn man es mal so Ja, sieht. entweder du gehst halt in Vollkasse oder machst Print on Demand und dann muss es auch gut Ja. aussehen. Man muss auch eine Sache, sage ich mal, eine Dings finden, wo es halt gut ist. Also wo es Ja, einen guten gute Anbieter. Qualität ist. Ne, gute Qualität muss es sein. Ja, das kommt ja dann von dem Anbieter zum Schluss. Ja. Wie die Qualität ist, auch wenn wir das Logo so So. drauf machen, wie wir das Logo machen, ob wir sticken, ob wir dies machen. So, hier sind 17, 90, 100, ja, das stimmt, das haut auch ungefähr hin. Haut das ungefähr hin? Kurz mal gucken. Luca, die haben kein Futter. Ja, ich 16, bin jetzt 17, erstmal 18. Mineralfutter holen gegangen. Ja, alles gut, 152, das passt. Heißt, wir können den LKW wieder zurückgeben. Was ich mir auch schon mal überlegt habe, So. ich möchte das nur von den Zuschauern mal wissen. Ich habe mir überlegt, wenn wir bei mir privat, ich habe ja eine GoPro Ja. mittlerweile, ob ich mal mir die GoPro auf den Kopf schneiden soll und mal Sound mache oder sowas, ob die da sich dafür interessieren. Sie muss Das ja nicht auf meiste dem keine Kopf Antwort sein für gegeben. Sound. Hä? Sie kann auch im Auspuff stecken für Sound. Ja. Ja. Du weißt ja, wie ich das meine. Ja. Ob das Leute interessiert? Ja, nein. Ist ja so eine Sache. So ein bisschen Soundcheck meinst du von der Dass man so ein Miniatur? bisschen Real-Life-Content mal noch Ja, mit doch. reinmischt. Also, seid ihr ehrlich? Oh Gott, jetzt habe ich die Palette Zum Beispiel, wenn man runtergeworfen. mal guckt, Scheiße. eigentlich, wenn man Ben seine Sachen, also wenn Ben einen Schein hat, ich würde sagen, das gucken sich viele an. Ja, ich denke, ja, gut, kommt drauf an, wie du es dann auch gestaltest, aber. Nämlich, wenn die Heuernte oder sowas machen. Ja, ich würde es cool finden. Gut, cool ist natürlich, wenn Also du auch ich würde immer mir noch sowas angucken. paar Kamerashots von außen hast, so mäßig. Kann er doch auch machen. Stellst du vorher die Kamera hin und fährst Ja. dann. So, jetzt gucken wir mal, was hier oben abgeht. Das Ganz ist kurz halt noch. so wie gesagt, ist halt so eine Sache, die man nur machen kann, wenn Interesse da besteht. Ja, sonst lohnt es sich halt nicht. Gut, ich würde aber auch sagen, das war's erstmal mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr doch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Oder natürlich auch bei unserem Partner G-Portal vorbeischauen. Mit unserem Linksparte wäre immer noch 10%. Ist natürlich selbstverständlich. Genau. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann schon Folge 10 von Landesum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, das war's auch schon. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.